Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Oh, ich habe hier noch einen Punkt, den ich noch gar nicht vergeben habe. Ja, was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Das Schiff repariert einen Rumpfpunkt pro Sekunde. Dafür ist die maximale Rumpfpunktanzahl um 1 pro Sekunde verringert. Keine Ahnung. Schattenschleier. Blitzschlag führt eine zusätzliche Angriffsaktion aus. Gilt nur für Schlachtschiffe. Haben wir noch nicht. Bisher haben wir nur Kreuzer. Sternimpulsgenerator bringt der, glaube ich, mit. Verursachte Schaden wird um 50% erhöht. Die mit Hilfe Scannerfertigkeit gekennzeichnet worden. Das heißt, wenn ich sie scanne und dann machen die Blitzbögen, das sind aber wieder Blitzbögen, ach so, sind nicht die Blitzschläge. Jetzt möchte ich hier bitte alle irgendwie haben. Nehmen wir erstmal den hier. Jawohl. Was geht dann? Wir haben ja eh nur einen. Wenn ein Blitzbogen einem Schiffrumpf beschädigt, über eine Distanz zufügt, bla bla bla, größer als 4500 Einheiten, ist das Ziel in Richtung des Necronschiffs gezogen. Die Verschiebung des Ziels wird durch eine große abgeschwächt. Okay. Ja. Haben wir das auch geklärt? 5 Flotten haben wir. Aber keine Flotte können wir wegschicken. Zurzeit. Imperialer Widerstand. Das ist ja eklig. Hui Teufel. Kernwelt. Kernwelt klingt sehr gut. Das machen wir. Das gibt ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Und hier, ja, Chaos. Chaos und imperiale Armee können wir ein bisschen niedermetzeln. Aber wir haben ja mehr gerade mit dem Chaos zu tun. Also machen wir die Chaos-Geschichte runter. 4 Züge. Jetzt habe ich das alles ein bisschen zu viel. Oh, 2 Züge, die kommen gleichzeitig. Okay. Ja, dann Zug beenden. Oh. Schade, ich wäre gerne rüber geflogen, aber ich kriege ja leider hier ganz schön viel Angriffe aus anderen Bereichen, was mich so ein bisschen nervt. Bist du aufs Warten verdammt? Ja, Dringlichkeit um eine Stufe schon erhöht. Pest und Cholera, ey. Ihr seid aber soweit repariert. Kann ich hier die Kernwelt? Nein. Muss ich wahrscheinlich hier erstmal ausbauen. Gibt noch mehr Geld. Oh, schön, schön, schön. Machen wir doch. Du bist quasi frei. Wenn hier die Aldari... Ach, die werden nur schwächen. Das macht keinen Sinn. Er muss warten. Er muss einfach warten. Haben wir hier noch was, was wir ausbauen können? Ja, komm. Dann gegen den imperialen Widerstand. Flotte bauen können wir nicht mehr. Zug beenden. So, wer kommt zuerst? Ach, komm ich mal, Autoschlacht. Okay, dann habe ich automatisch Gruftrückruf gemacht. Da kommt auch gleich in 2 Runden.
Das lohnt irgendwie nicht. Ein ganzer Kleinvieh-Zeug hier. Es ist schon fast alles Chaos da. Ich komme hier nicht weg, weil hier ich bin überall angegriffen werde. Es kommt zu meiner Notiz, dass du eine Inkursion von Aldarien hast. Ohne Instruktion. Ich dachte es best, Great One. Ich did not wish to trouble you with such matters. Ich sehe. Have a care that your initiative does not become a spur to excessive pride. Naturally not, Great One. And yet, you have served me well. Thus, I grant you a further decree of plenty. Use it well. Of course, Great One. Today, you are rewarded. But what of tomorrow? Uralte Feinde. Mission, ja. Haben wir hingekriegt. 500 Ruhmpunkte und 200 Ressourcen. Ja. Macht den Kohl irgendwie nicht fett. Aber unsere Dringlichkeit ist da wieder runtergegangen. Und er lädt schon wieder irgendwie. Ah, warum immer diese Ladezeiten? Naja, gut. Aber es ist nicht so schlimm wie bei Battlefield 5. Bei Battlefield 5 sind die Ladezeiten viel, viel schlimmer. Also... auch wenn man das Spiel beenden will, hat man erstmal Ladezeit. With the Eldari intrusion so masterfully contained, I would have you turn your eye to different horizons. With the greatest respect, Great One. It is only a matter of time before the Eldari return. I will not have my wisdom questioned by a groveling cryptech. You will remain silent. I stand ready to obey your will, Great One. Have you heard of the vagabond Trazin? I know he is a thief, unworthy of your mention. Indeed. But this day the thief has uncovered something of great value to the Nephilim. We must meet his price in trade. Trazin is a collector. You will acquire for him a sought-after specimen. Segle Khan of the Human Warriors designated the White Scars. Mhm. Do not fail me. Warte mal, was? Bla bla bla, ein Abkommen geschlossen im Austausch gegen einen wertvollen Gegenstand. Space Marine Captain der 6. Kompanie der White Scars. Das heißt, wir sollen ihn einen Space Marine beschaffen? Verstehe ich das richtig? Was will er mit Space Marines? Naja. Ich bin ja nur ein Untergebener. Ah, jetzt haben wir da einen Sektor. Frei. Und hier oben. Das Blöde ist hier echt... Das Blöde ist da, dass das Chaos quasi bald das ganze System da hat. Den ganzen Sektor und wir sind noch nicht mal da. So, die kriegen gleich einen Angriff. Der eine kommt hierher zu uns in 2 Runden. Der kommt in einem Zug. Das heißt, alle Mann rüber. Ja, wir kommen hier echt nicht weiter, ne? Das ist... 16 Talerchen, 2 Talerchen. Wir geben mal Geld für Reparatur aus. Wir können leider nur 5 Flotten haben. Aber vielleicht, wenn wir die beiden Angriffe überstehen, können wir mal in den anderen, ins andere System, Sektor fliegen, meine ich. Und hier, wie sieht's da aus? Immer noch 2 Züge. Oh. Was für eine Warterei. Man kriegt so viele Angriffe zeitgleich. Die armen Necrons. Wir können gar nicht expandieren, weil andauernd irgendwelche Langohren
zu uns kommen. Ah, die machen wir jetzt platt da. Ah, jetzt so beschlossen. Bomben sind gefährlich, aber leicht zu sehen, zu meiden, weil man sie auch ausmanövriert. Wenn man sie ausmanövriert. Okay. Da kommen sie. Aber sie erinnern mich immer ein bisschen an die Borg, muss ich ehrlich sagen. Dieses grün-schwarz. Ich muss immer an Borg denken. Und wieder können wir nicht mit unserer vollen Stärke angreifen. So, unsere Raumstation. Ah, wir haben keine. Oh, oh. Ich muss euch mal beiseite legen. Ah, danke, Mathilde. Oh, alter Schwede. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Wenn ja, tut's mir leid. Du bist die 2. Und ihr seid die 1. Ab in den Nebel. Spuren ein bisschen vor. Erfasst. I am the Dynasty Spear. Gut, Tarnung. Ihr macht mal Schleichfahrt, bitte. Du machst auch mal Schleichfahrt. Du hast den Kettenblitz. Wo sind denn diese Feiglinge? What is your command? Inferior vessel sighted. Ready to serve. Moving. Greift an, aber es ist ein einzelnes Schiff. Okay. Frontbewaffnung, ihr dürft schießen, wenn ihr wollt. Feuer. Wie kann man diese Schleichfahrt deaktivieren? Was machst du? Kettenblitz, Junge! Oh, warte mal. Scheiße, war zu spät. Scheiße. Ein Schiff haben wir verloren. Jawohl, Deck zerstört. Inferior vessel sighted. Ah, ja.
Der hat die Skarabäus-Schwärme. Ah, oh, genau, der ist beschädigt. Ätzend. Den muss ich, muss einfach die Leute mal hinten behalten. Der letzte sein, ne? Ja, meine Falle hat leider nicht funktioniert mit dem Kettenblitz. Und meine Aufklärungseinheit ist auch schon dahin. Oh, jetzt ist er wieder repariert. Wenn alles gut ist, ist es der letzte, ne? Okay, ist er nicht. Reassembling coherence. Motive units fully engaged. Und ab in die Mitte. How may I serve? Ich glaube, das Schiff ist gleich kaputt, die kleine Fregatte. Schön von Skarabäen kaputt gefressen. Na, kommt der nächste. What is your command? Necrons rüber. Rüber, Necrons. Feuer. Karatek swarms have breached the enemy vessel. Das machen wir doch nicht. Kann doch nicht. Ah, 15 Sekunden noch. Springen. Ah, scheiße, alle außer Reichweite. Ah, das sollte es jetzt gewesen sein. Internal damage registered. What is your... Hoffentlich kommen jetzt von den weniger mal, ey. Dass wir uns endlich mal weiter expandieren können. Aber das mit den Hin- und Her teleportieren meine ich. Damit kann man auch gut die Eldari so ein bisschen, ja, sag ich mal, von links nach rechts scheuchen, ne? Wie so ein paar Schafe und die sind der Wolf quasi oder der Hund, der sie in Rudel hält. Ja, ein Schiff haben wir leider verloren. Ja. Ja, macht da auch noch, befestigt er noch alles. Jawohl, unterstützt den dann noch, ihr kleinen Schweine. Chaos-Schweine. Oh, die werden gleich sowas von einer auf die Nase kriegen.
sieht's mit euch aus? Hier muss ich warten. Eine Runde. Ich komme hier nicht weg. Könnte ich vielleicht das Hauptschiff nehmen? Nee. Ich könnte hier gegen die... Nee, nee, kommen lass. Das ist eine dumme Idee. Müssen leider warten. Ich sag mal Start. Wird gerade ein bisschen eintönig, ne? Wir kämpfen hauptsächlich nur gegen die Langohren. Die Eldari. Oder Eldar. Eldari klingt zwar nett, aber ich weiß nicht. Eldar ist mir einfach bekannt. So, ein Aufklärungsschiff, das finde ich so ganz gut. Und wir werden nicht lang fackeln. Oh, oh, oh. Einfach zur Mitte. Motive Units fully engaged. All power to motive los. Units. Alle Mann dürfen schießen. Alle Mann Frontbewaffnung. Ich werde mich jetzt hier nicht groß verstecken. Wir werden uns hier schön in der Station verstecken. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter hier so fliegen. Nicht ins Asteroidenfeld, das macht uns nur kaputt. Ja, wir hören sie auch schon. Bitte. Ja, wir warten noch. I serve your glory. Habt ihr vielleicht schon mal ein, zwei Jagdgeschwader? I am the dynasty spear. Einfach nur zum Beschützen. How may I serve? Und Scanner aktivieren. Feuer. We are death. Ihr braucht euch nicht wegbewegen, ihr könnt ruhig bleiben. Na los, da ist es. Na, ah, er fliegt raus. Aber er fliegt rein, ne? Geht mal ein bisschen weiter vor. Ich will ja trotzdem ein bisschen schießen. Da ist noch nicht drin. Ich mach mal jetzt mal was. Und. Boah. Wenn ich den vielleicht nochmal auf. Verbessere, diese Attacke. Könnte das echt lustig sein. Lass mal, mein Lieber. Hat jemand einen Skarabäus-Schwarm? Nein. Boarding successful.
Einmal scannen bitte. Ach, trotzdem erstmal auf das Schiff. Jagdgeschwader. Und den nächsten. Ja, ich glaube, die haben keine Chance. Wenn man so eine dicke Basis hat und immer in der Nähe von der Basis kämpft, wüsste ich nicht, dass sie eine Chance haben. Also es ist... Du bist zu weit weg, mein Freund. Skarabäus-Schwarm! Ah, der eine konnte noch abhauen. Tja, keine Chance gegen so einen Skarabäus-Schwarm. Ja, das Schiff gefällt mir. Wenn wir diese Waffe echt noch verstärken... Das Tolle ist... Ja, man kann ja die anderen Schiffe vielleicht noch nachholen. Wenn man dieses Schiff hätte mit dieser Fähigkeit Rückruf oder so, dann könnte er vorspringen und seine ganzen Kameraden mitnehmen. Das wäre echt mächtig. Also erst hinspringen, seine Fähigkeit machen und dann die anderen Schiffe holen. Das wäre echt eine üble Kombo. Todessichel. Ja. Läuft. Mal gucken, wenn wir auf die Tyranniden oder auf die Menschen treffen, wie wir uns gegen die schlagen. Der Befehl sammeln. Okay. Oh, leicht beschädigt. Nur ganz leicht beschädigt. Zurückgeschlagen. So, jetzt haben wir die beiden quasi frei und können endlich mal einen Gegenschlag machen. Komm, Autoschlacht. Ich hoffe, wir haben keinen verloren. Wunderbar. Der nächste, den greifen wir gleich an. Den Sektor da, Jubal, greifen wir gleich an. Der wird auch gleich wieder angegriffen. Mal gucken, wie viele Runden. Da müssen wir auch unbedingt unterstützen. Gut, der springt weg. Jetzt müssen wir dahin. Definitiv. Na, das andere System interessiert mich nicht so. Puh, aber da ist die Mission, die nächste. Aber ihr wisst, ich mag klare Angriffslinien. Da stehe ich drauf. 480, okay. Oh, ich hätte ich gerne jetzt mal. Achso, der springt erst in zwei Runden weg. Damit. Der Glück. Da habt ihr Glück. Oh. 5 Flotten haben wir, ne? Die werden in 3 Runden angegriffen. Ich glaube, den Spaß lassen wir den auch noch. Und Autoschlacht.
So, sieht ja schon mal fein aus. Wenn der geschwächt ist, dann nehmen wir den auch nochmal weg. Ja. Sollen wir es wagen? Nee, ich warte noch. Eine Runde. Das Chaos, was macht das jetzt? Sich verstärken. Ah. Das wird nicht leicht werden, da. Eine Runde noch. Der verstärkt auch. Ah, dieses kleine System, da werden wir uns sowas von kloppen mit dem Chaos. Zwei Züge noch. Oh, jetzt voll Risiko. Komm, ihr beide geht dorthin. Ah, die wird knapp. Die wird knapp, die Schlacht. Jetzt mache ich noch keine Autoschlacht. Ich weiß nicht, hätten wir vielleicht doch geschafft, ne? Die andere, die zweite, die ich noch vorhabe, die ist noch knapper. Da haben wir 270 gegen 370. Dann haben wir da fast das ganze System. Der Sektor. Ich lerne es einfach nicht, verdammt. Na, wir müssen Punkte einnehmen. Keiner hat einen Vorteil. So. Reinspringen. Reinspringen. Und einfach mal dahin fahren. Wir kämpfen gegen vier Signale. Ich hoffe, wir bündeln unsere Armee. Weil gerade habe ich sie jetzt geteilt. Das ist die erste Linie, die erste Angriffslinie. Du hast den Skarabäus-Schwarm. Ne, ich halte dich hinten quasi, das ist ja nicht verkehrt. Ihr dürft frei schießen. The enemy has seized a strategic area. Ja, wir haben ja unsere ersten Punkte gleich. Ah, die teilen auch so ein bisschen auf. Ready to serve. You have seized a strategic area. Frontbewaffnung, das Schießen. What is your command? Das Schießen. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Motive units fully engaged. Nahkampf. Inferior vessel sighted. Feuer. How may I serve? All power to motive. Er ist noch zu weit weg hier, ne? Impossible. Cannot comply. Ready to serve. I serve your glory. Kann man nicht Stasis? Ne, ist Massenrückruf. Massenrückruf. What is your command? Seitlich und Feuer. Den einen haben wir weggeballert.
Aufklären. Gut, der nächste ist weg. Ah, die haben so leichte Schiffe gehabt. Ich glaube, es wird. Die werden nicht glücklich werden. Das sind aber hier eher diese Piraten, ne? Die haben andere Schiffe. Das sieht hier aus, wie hießen sie? Dark Elder? Waren das die Dark Elder? Sieht so aus wie Dark Elder. Schiffdesign fand ich irgendwie nicht verkehrt, so mit diesen ganzen Spitzen und so. Also eigentlich das ganze Design von den Elder finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Was mich früher immer nur abgeturnt hat, erstens, die Skorpionkrieger gab es immer nur als Metallfigur damals, weil die Skorpionkrieger haben mich an die Predatoren erinnert. Die fand ich immer cool. Und sonst gab es da Einheiten mit Herzchen drauf. Das war irgendwie nicht so meins. Genau, Frontbewaffnung. Ja. Meuterei. Frontbewaffnung, Feuer. Ja, ich glaube, das war's schon hier, ne? Das ging doch ziemlich schnell. Na, haben sich wieder gekriegt von der Meuterei. Und ja, Feuer. Jetzt bin ich mal mutig, sage seitlich und. Tack, tack und tschüss. Ich finde das fies. Einfach mal so schön springen. Zack, zack, zack. Einen umzingeln. Ach. Ich schließe die Necrons langsam in mein Herz ein. Also. Läuft. Wie gesagt, was machen wir nur gegen starke Schiffe wie vom Chaos? Die haben ja diese großen, ich komme gerade nicht auf den Namen, Nachtbringer, Nightbringer, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber Hellbringer waren das, glaube ich, ne? Die waren echt fies. Groß und hast nicht so schnell kaputt gekriegt. Da brauchen wir hier unsere Nahkämpfer, die wir dann drüber schicken. So, Sektor platt gemacht. Der kriegt gleich Besuch. Das heißt, in der Zeit können wir den nochmal nehmen. So, Attacke. Oh, da freut sich schon hier. 19, Herren des Essens. Ich weiß nicht, wofür das eh steht. Ich denke immer positiv. Der denkt an Essen. So, den machen wir nochmal ganz schnell und dann, war es das auch mit der Folge? Ja, es tut mir leid, kleine Katze. Die Folge geht sonst so lang. Ja, hast du schlecht geträumt? Hm? Hast du auch von den Gruftleuten geträumt? Hm? Ich sehe gerade, ich überziehe schon, aber das wollen wir noch hier ganz kurz erledigen. Oh, schöner Hintergrund. Hat echt nur zwei Schiffe? Wie erbärmlich. Gut, was haben wir hier? Der hat eigentlich nichts Besonderes. Truppengleichschaltung. Transferiert eine Truppe von Befreundeten auf ein anderes Schiff, um dieses aufzufüllen. Ja, wenn wir so eine Eskorte haben, die mal keine Besatzung mehr hat, wäre das gar nicht verkehrt. Wenigstens haben wir einen Kettenblitz. Wir haben keine Skarabäus-Schwärme, nur Kettenblitz. Finde ich ein bisschen wenig. Drei feindliche Signale. Vielleicht alles so kleine Opeljäger. Mal gucken. Ich bringe die mal ein bisschen auseinander. Und wir spulen mal ein bisschen vor. Die einzige Idee, die ich jetzt habe, ist, die Feuer aufklären, den Feind. Links und rechts springen, Kette machen und hoffen, dass das passt. So. Frontbewaffnung, Feuer.
Ja. Der fährt jetzt nach Hause wahrscheinlich, ne? Der mag nicht mehr. Nee, du dahin. Ja, da. Nein. Er wagt es sich nicht nochmal alleine so weit vor. Seitlich beschießen. Okay, haben wir. Ups, war das falsche Schiff. Egal. Nicht möglich? Ah, jetzt so rum. Schade. Na los. I am the Dynasty Spear. Impossible. Cannot comply. Ready to serve. Caltech swarms have breached the enemy vessel. So, hier mal schön hinterher packen, damit wir da die immer sehen. Der eine kommt gleich wieder näher ran. Hallo. Nochmal schnell Truppen hingeschickt. Inferior vessel sighted. Boarding successful. Frayed ones are feasting. Inferior vessel sighted. Mal Doom-Jäger hinschicken. Zu springen. Feuer. What is your command? Internal damage registered. Ach, der entkommt. All power to motive units. Komm weiter. Jäger vorschicken. How may I serve? They are doomed. Jo, das war's. Na los, einfach noch schießen. Einmal. Geht doch. Läuft. Die haben wir gnadenlos platt gemacht. Der taktische Nutzen von Eskortschiffen sollte selbst in Spielen auf höheren Stufen nicht verkannt werden. Ja, also die Necrons brauchen die auf jeden Fall zur Aufklärung, definitiv. Nur wieder leichten Schaden. So, Geld haben wir. Geld haben wir. Bauen wir hier gleich mal aus. Hier vielleicht mal. Sieht echt gut aus, ne? Schlachtpläne brauchen wir noch. Dann können wir den auch noch über den Bereich machen. Und wenn wir die hier weg haben quasi, dann können wir hier auch Schiffe wegschicken. Ach, ist das schön. Dann können wir da Schiffe wegschicken und den Sektor mit denen, also die Einheiten, so 3, 4 hier rüber und dann machen wir hier mal alles platt. Das sieht gut aus. Das läuft wirklich ganz gut gerade. Wir sind jetzt im Flow. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar
oder ein Abo. Unterstützt jedoch hier die Gruftkönige. Ich kann jeden Abo oder jedes Abo gut gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.